Hier sprechen wieder Miu. Hallöchen. Und Ustra zu einer weiteren Folge Harvest Moon Back to Nature. Hallo, der Daugi, was machst du denn da? Das sah aber sehr zweideutig aus, was du da gerade, wie du dich da gerade gespielt hast, ja. Sonnenschein. Ja, Sunshine, sehr gut. Kein Festival. Und wir brauchen Hühnerfutter, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Ganz dringend, hoffentlich hat der Laden auf. Genau. Sonst müssen zwei Hühner heute hungern, das wäre nicht so geil. Aber erstmal wieder der übliche Rundgang. Lass Mio hungern, lass sie einfach. Obwohl, dann können wir jetzt auch später erst zu den Hühnern gehen. Dann gehen wir jetzt erst Holz hacken. Ja. Ich wollte gerade sagen, lohnt sich nicht, wenn du zu den Hühnern gehst, genau. Wenn kein Futter da ist. Überhaupt zu allen Tieren. Dann können wir das erstmal mal ein bisschen aus der Reihe tanzen und mal was anderes tun. In der letzten Folge waren wir ja sehr erfolgreich mit den Sulz-Äpfeln. Dank wem? Komm, dank sprich es aus. Dank zumindest beim Angeln. Das stimmt. So, KBM. Und jetzt haben wir noch mehr Ausdauer für einen fleißigen Arbeitstag. Ich möchte, dass es schneit. Ich möchte diese Blume. Hallo Gott. Hallöchen. Ich suche Bäume, um Holz zu schlagen und was zu essen auch. Hallöchen gehört mir. Vor allem wie, was, wie, wann, wie, was, wie. Der sucht Bäume zum Essen, was? Nam, nam. Der fängt sich bestimmt irgendwelche Tiere. Nein. Doch, bestimmt. Der fängt sich Bäume. Der sieht aus, als ob der viel Fleisch isst. Der fängt Bäume. Klar, er sitzt. Die liegen ihm halt schwer im Magen. Er sitzt im Gras und fängt sich ein paar Bäume, oder so, die vorbei huschen. Ja, hier von Ruth, wie hieß denn der Baum da, der da sprechen kann? Der Baum halt. Oh. Den fängt er sich. Der kann ja auch nicht weglaufen. Egal. So, wir müssen jetzt überlegen, genau was, wie wir unseren Tag heute vergeuden. Wir brauchen auf jeden Fall Hufu. Nicht nur verwechseln mit Kufu. Sag doch einfach Hühnerfutter. Nein. Wohin läufst du denn jetzt? Jetzt laufe ich wieder weg. Wie du unschwer erkennen kannst. Warum? Weil der Laden erst ab 10 aufmacht und ich möchte gerne noch ein bisschen Holz schlagen bis dahin. Aber dafür muss ich ganz hinten in den Wald. Ich weiß noch nicht, wo ich genau hin will. Ich renne einfach mal hier so lang und guck mal, was so passiert. Und du weißt schon. Nein, ich verstehe das nicht. Den Beschäftigungen nachgehen. Guten Morgen. Oh, du bist auch gekommen. Hast du eh gerade gewunken? Ja, sicher. Es tut so gut, morgens auf dem Berg zu sein. Klar, ich bin auch immer morgens auf der Höhe, Junge. Auf unserer Geflügelfarm kümmert Mama sich um den Laden und du sagst immer, ich soll das vorlesen. Ja, dann lese es vor. Papa muss eine Menge fahren. Ja, nee, lass das. Komm. Das will ja auch keiner. Ah, ich wollte aber, dass du das hörst. Du wolltest Nein. das. Komm, du wolltest das die wollte behinderte ich Pupuri. Nein. Doch. Nein. Aber du magst sie doch nicht. Ich weiß. Lass mal das Mikrofon ein bisschen näher ranrücken. Ich hatte heute schon bei den Grandi-Aufnahmen diverse Probleme mich auf ein. Ich hab da schon mit meinem Mikrofon gekämpft. Und mit meiner Sitzposition. War auf jeden Fall ein Fest. Okay. Gut, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Alter. Ich habe seelenruhig geschlafen. Ich hasse das, wie die Pest, ne? Wenn du nicht vernünftig sitzen kannst und irgendwie alles scheiße ist, irgendwie. Wie verschlossen? Sei nicht so verschlossen, komm schon. Verschlossen. Öffne dich mir. Hühnerfutter. Na gut, dann geh ich jetzt erst durch die Stadt. Nein! Doch! Meinst du, ich warte jetzt eine Stunde vor dem Laden oder was? Hat erst um 11 auf oder was? Ja, das scheint so. So, der macht noch Erzbepimmelung, dann können wir ja gleich weiterreiten. Weiterreiten? Ja, dann kriegen wir ja vielleicht nochmal eine Flasche Wein für die Karin. Ich weiß, ist ein teurer Spaß, ich weiß, aber... Selber schuld sind wir ja, da wir sie nicht gefunden haben. Na hallo, das ist doch der Ustra. Kaufst du einen? Brauchst du etwas von uns? Wir brauchen den Wein. Wir brauchen natürlich den richtig Hardcore-Wein, Junge. Danke, komm bald wieder. Jetzt schicke ich seinem. Das Geilste wäre natürlich, wenn ich das jetzt einfach ihm schenken, Duck schenken würde. So hier. Hier, guck mal. Hier, guck mal, was ich habe. Der wird sich so übelste freuen. Der wird ja schon um. Weiß ich nicht. Der fängt morgens um 4 an zu trinken und hört dann abends. Um 4 auf. Nee, und hört dann morgens um 4 wieder auf. Ja. So, okay, der Populist macht bestimmt Mittag. Dann schläft er einen Tag und dann macht er dasselbe von vorn. Der macht ja schon Zeit. Nee, der ist nicht hier. Er versteckt sich vor dir. Nein, das tut er nicht. Er ist halt sehr beschäftigt, okay?
Und ja, er geht halt nicht immer an sein Handy, wenn ich ihm SMS schreibe, dass ich ihn vermisse und was aus unserer Hut geworden ist. Tut mir leid für dich. Watten! Watten? Er hat einfach keine Zeit mehr für dich. Akzeptier das. Und er ignoriert dich, wirklich. Nein, das tut er gar nicht. Oh. Garuin ist so süß. Wird das Trauben der Eierkellerei gekillert? Eier! Eier! Hallo! Wow, danke, das gefällt mir sehr gut. Denn auch du würdest schon morgens ab 7 ein Gläschen heben. Tut sie doch. Ich fürchte, die Auswahl in unserem Laden ist nicht besonders groß. Komm schon, ich will mehr als blau. Aber immerhin haben wir alle Gerätschaften, die du für die Farm brauchst. Hallo, Gauguin. Das ist echt ein geiler Name. Ich finde, das ist ein mega geiler Name. Das klingt nach einem Bösewicht. Ja, ne? Gauguin. Das klingt wie Gargamel. Ja, nein. Eben. Ich finde es cool. Gauguin ist bestimmt die Katze von Gargamel. Nein. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Mmh, du bringst mich in eine sehr missliche Lage, Mio. Tut mir leid. Muss darüber nachdenken. Die ganze Folge lang. Los, Ellie. Wie der Kater von... Ach, scheiße. Ich weiß es nicht. Ist mir auch jetzt egal. Vielleicht höre ich nach der Hochzeit in der Klinik auf. Vielleicht heirate ich auch jemand anders. Ich glaube nicht, dass eine Ehe zwischen dir und mir sehr gut wäre. Was? Wie? Was? 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 Oh. Dass ich eine Ehe und einen Job gleichzeitig bewältigen könnte. Ist Dankeschön. Tut mir leid. Weil du hast es nicht zu entscheiden. Du hast deine Stimme schon abgegeben. Für die Popelpori. Du kannst ja noch wechseln auf die KK. Habe ich doch schon gesagt. Wie hast du schon gesagt? Vor zwei Folgen habe ich gesagt, darf ich wechseln auf die Karen. Natürlich, ja klar. Da sind die jetzt im Gleichstand. wenn du das willst. Der Plan geht auf. Ich darf mich ja dazu nicht äußern. Sonst würde Ellie wieder vorne liegen, wa? Oben du sozusagen. Darfst du nicht äußern, stimmt. Du sagst ja immer, ich bin nur billige, mickrige Nebenkommentare. Ja, ist so. Deswegen darf ich auch die Scheiße erzählen. Haha. Das stimmt. Hallo, Popelpori. Was denkst du über mich? Er denkt, dass du popelst. Ja. Oh, hallo, Ostra. Brauchst du etwas? Die ist krank. Ja. Das ist Hölle. Wie viele möchtest du kaufen? Na, dann übernehme ich gleich den Part von einem Mann. Ja, du darfst gleich Rick sprechen. Dankeschön. Oh, okay. 99 Hüfü werden wir einkaufen. Ganz wichtig. Mach, das ist dein Part. Nee. Ich will mal eben gucken, wie viel so ein Hund wert ist. Welche Henne willst du verkaufen? Dö. Phoenix! Nein, klick auf Mio, komm. Achso, nein. Klick auf Mio. Nein. Ich glaube, er verkauft das direkt. Was? Du verkaufst nicht? Nicht verkaufen! Die Orangenernte wird weitergehen. Ich will meine Hüter nicht verkaufen. Dankeschön. Mein Körper ist nicht sehr kräftig und ich gehe nicht viel umher. Komm bitte zwischen mittags und 16 Uhr vorbei. Oh, du hast sonntags frei. So, dann bitteschön, sprich ihn. Ich mag jeden im Dorf, außer Kai. Der kommt den Sommer über, macht jeden verrückt und dann geht er wieder. Das ist Rilkes Stimme. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Du wolltest das so haben. Popuri und Mama sagen nie etwas Böses über Kai. Er ist beliebt bei Frauen, aber ich mag seine Art nicht. Das hört sich ja nach der 98 ist. Besser als ich bin Rick. Ja, das ist halt meine. Siehst du, und ich stelle Rick ein bisschen männlicher dar. Ja, genau. Du würdest ihn auch heiraten wenn bei Heaven's Moon for Girls, ne? Nein, überhaupt nicht. Ich würde mir den Arzt krallen. Ich auch. Ja, da sieht er wenigstens gut aus. Da haben übrigens die Kommentarsektion ist ja wieder ausgerastet, dass ich mit dem Arzt so ein bisschen Doktorspielchen in der Bergregion machen wollte. Jetzt echt? Ja, klar. Dass ich Ellie nur als Vorwand nehme, um immer den Arzt besuchen zu gehen. Eigentlich stimmt das ja auch. Ihr habt recht. Ich gehe immer durch die Arztpraxis. Oh, nicht hinsehen. Ich hoffe, er sieht mich. Ein Blick nach links. Oh, da ist er ja. Schnuckelchen. Nein, aber hierbei habe ich es nun Back to Nature, um darauf zurückzukommen. Ist der ja wirklich schnuckelig, ja? Der ist ganz schnuckelig, ja. Also den könnte man, wenn man Harvest Moon for Girls spielt, würde ich doch zu dem raten, weil er einfach alle anderen sind scheiße, tut mir leid. Aber es ist ja auch so, ist ja nie rausgekommen in Europa, ne? Nee. Ach doch, auf der, auf der, Echt? Wo ist Back to Nature noch for Girls? Ich glaube, auf irgendeiner Konsole ist es für mich rausgekommen. Auf den Nintendo DS oder auf der PSP ist es. Nee, es war auf der PSP. Aber es gab auch einen PlayStation-Spiel davon. Ja, es war auf der PSP. Das Ding ist aber, bei Harvest Moon, deine Tierparade, ist der Typ einfach, der heißt ja Max und der ist richtig hässlich. Ja, ich finde auch, dass der Arzt nicht der Beste. Aber da gibt's ja, wie gesagt, ich finde, da gibt's nicht so viele gut aussehende Jungen.
Ja. Aber bei deiner Tierparade jetzt? Ja. Dafür ist der Erntegott, ja. Ja gut, der Erntegott, bitte okay. Dich. Ja, klar, aber... Nein, aber, komm, Rolfi ist auch ganz niedlich. Ja. Der Infaster. Ja. Der, ja, aber zum Beispiel sein Bruder oder was, der Lehrling da von denen, der ist nicht so... Dann hier dieser Fischerjunge ist nicht so... Was nein, der Fischerjunge macht nie die Augen auf, nur einmal am Anfang. Und, ganz schlimm ist ja... Hör auf. Ich halte eine Rede für meine Untergebenen. Ja, hat man gesehen. Ganz schlimm finde ich aber diesen Koch, ey. Der sieht aus wie eine Frau. Ich dachte, das ist deine Frau. Marco? Ja. Ich finde, der geht sogar noch. Ich finde, der geht sogar noch. Ich finde den Zauberer ganz cool. Das ist ja okay. Und Olli und Christian, das sind halt normale männliche Charaktere. Christian, also das ist dieser andere. Der eine mit dem Hut und der andere. Also du stehst eher so auf die Handwerkertypen, ne? Nicht so auf diese Wissenschaftstypen, nee. So, sondern eher so, ja, ich bin ein Mann, ich gehe in den Wald, ich fäll einen Baum, ich Bear Grylls, ich esse Beeren. Ja. Und auch ihre Kinder. Ich meine nicht Beerensträuche. Nein, ich habe da noch keine Kinder. Ja, nur die Bären. Ich will da auch keine haben. Du musst auch eine Farm leiten, du kannst ja nicht schwanger werden. Das macht ja wirtschaftlich gar keinen Sinn. Eigentlich nicht. Oh, ich brauche mal einen Schluck. Ja, mach mal. Du benetzt ein bisschen deine Lippe mit dem feuchten, kühlen Nass, während ich hier in die Mine husche und noch mal ein bisschen meine Geld verdiene. Meine Flasche ist nur so groß, dass ich das Mikro fast umhaue. Ja, macht ja nichts. Auch zu streicheln. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Genau. Aber jetzt geht es ja nicht um Harvest Moon, deine Tierparade. Wir dürfen es ja eh nicht zeigen, leider. Ne? Das ist ja mal dazu gesagt. Es wurde auch gefragt, warum wir das nicht zeigen dürfen. Ja, wie gesagt, das ist einfach, man darf es nicht. Die wollen das nicht. Urheberrechtlich geschützt. Und deswegen will ich das auch nicht machen. Weil das wird der Channel nicht wert. Und deswegen bin ich froh, dass wir hier Back to Nature machen können. Weil ich denke, das ist von den Harvest Moon Teilen sonst noch einer der besten. Außerdem muss man natürlich überlegen, wer jetzt das andere Harvest Moon kennen sollte für die Wii, die Tage da sind natürlich, das ist ja ein Tag, weiß ich nicht, 2 Stunden oder 4. 2. Da ist ja, ja, gut, und an manchen Orten pausiert ja die Zeit. Na, da musst du schon. Also, das ist nicht mal eben, da kannst du kein LP zu machen und dann hast du ja, 3 Tage einen Ingame-Tag. Das ist nix. Also, muss man natürlich auch sehen, ne? Also das stimmt. Aber ich fand's cool, dass wir, dass ich gesagt bekommen habe, dass es dort auch einen Kappa gibt. Genau. Weil ich habe nie das mitgekriegt. Nö. Aber dafür hilft man uns ja hier so fleißig, gerade bei Harvest Moon. Da wünscht ich, es würde bei anderen Projekten genauso laufen. Ostra. Ich alleine bin einfach nicht unterhaltsam und ich bin schlecht. Und das sollte dir zu denken geben. Eigentlich ja. Nein. Aber tut's nicht, weil ich einfach so verblendet bin von meiner eigenen Schönheit, dass ich einfach... Er hat einfach über dem Monitor einen Spiegel hängen und dann guckt er immer wieder rein. Und ist so. Oh. Und deswegen sind meine LP so schlecht, genau, weil ich die ganze Zeit mich selber hypnotisiere mit meinem Spiegelbild. Achso, und ich habe ausprobiert, dass wenn ich runtergehe, der Korb einfach weg ist. Genau. Die andere Sache ist natürlich, das mit dem Populisten-Song, da haben sich jetzt erst 3 Leute zugemeldet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das ist bei der Anzahl, die hier Davis Moon fleißig gucken, relativ wenig. Also wenn ihr das haben wollt, dann sprengt die Kommentare doch bitte. Sagen wir 10? 10 müssen es sein? Ja, 10 ist ein bisschen viel, aber so. Ich denke mal 2, 3 müssen es noch mehr sein. Fänd ich schon gut. Also. Dann sind wir knapp an 10. Ja. Erstmal sind wir dann an 5, weil 2, 3 mehr, wenn wir jetzt 3 haben, Nudel. Knapp an 10. Haha. Ja, 2 ist auch knapp an 10. Auf 10.000 gerechnet. Du kannst echt, ey. Ich kann alles zu meinem... Ja, ich weiß. Ja, ich... Alles ist gut, wenn du das machst und das sagst. Die Welt ist wunderschön. Du drehst das so, wie dir das gefällt, ich weiß. Dann. Ich will auch hacken. Viel Geld. Willst du auch machen? Ja, nein, ich kann das nicht. Warum hacken ist doch kein Problem für dich? Du hackst auch auf mir rum, da kannst du auch hier ein bisschen in den Garten arbeiten. Ja, aber ich hack doch immer daneben. Also ich hack immer auf dieselbe Stelle. Du triffst mich auch meistens nicht mit deinen komischen kleinen Kinderangriffen. Hahaha, ha, ha. Du bist so ein Kind, ey. Oh, warum sagst du sowas zu mir? Ich fühle mich jetzt voll beleidigt, außerdem bin ich gar kein Kind. Ich bin höchstens ein großer 3-mal-Käse hoch. Ja, nämlich. Wie süß du dabei guckst.
Aber jetzt sei bitte wieder normal, wir mögen keine Kinder. Ich darf angeln! Du darfst ja gerne angeln. Aber ich kann jetzt nicht mittendrin dir den Controller geben. Das musst du doch verstehen, oder? Das ist wie wenn du auf einer Bombe sitzt. Geh einfach hoch, ich wechsle ab. Ja, genau. Ich übernehme dein Part bei Harvest Moon schon. Keine Sorge. Ja, genau. So. Du lenkst mich immer ab! Warum guckst du mich überhaupt an? Sag mal! Oh, Scheiß! Mach do your thing! Lass ihn in Ruhe! Wie, warum guck ich dich? Ja, immer. Sie guckt auf den Bildschirm. Ich muss das ja beschreiben. Wir sind ja fast wie im Radio ohne Facecam. Sie guckt auf den Bildschirm und da guckt sie mich auf einmal so voll verdutzt an und kommt so näher. Und das lenkt gar nicht ab. Oder, Mio? Sag doch mal was dazu. Lenkt das nicht ab? Nein? Guck mal, jetzt gucke ich wieder auf den Bildschirm und warte einfach. Das habe ich gar nicht so gemacht. Ich warte einfach ab. Und dann gucke ich wieder rüber. Wisst ihr? Das habe ich überhaupt gar nicht so gemacht. Anstatt einfach mal ruhig daneben sitzen zu bleiben und einfach was Schönes zu kommentieren. Sowas wie, du schaffst das schon, Mio. Ich glaube an dich, deine Angelfähigkeiten sind weitaus besser als meine Geduld. Das soll schon was heißen. Das war jetzt super nett, Ostra. Ja, warum? Meine Geduldsspanne ist bei sowas klein. Du hast nie Geduld. Das stimmt. Du sagst immer, du bist ein sehr geduldiger Mensch, aber du bist überhaupt nicht geduldig. Ja, wenn es andere Menschen gegenüber, bin ich sehr geduldig. Aber so Technik und Kleinkram bin ich null geduldig. Wenn ich sage, erklär mir mal das, bist du auch total ungeduldig. Ja, weil du das nicht verstehst beim ersten Mal. Ja, was? Ja, weil du es auch zu kompliziert erklärst. Ja, und? Ich gehe halt gerne Umwege, damit das auch Hand und Fuß hat. Du bist halt nicht der Erklärer. Natürlich bin ich der Erklärer. Niemand hat sich beschwert, außer du, wenn ich was erklärt habe. Niemand. So, das letzte Mal jetzt angeln. Nur Mio? Mio sagt ihr Gameface aufgesetzt. Unglaublich. Jetzt wird's interessant. Mein Daumen klebt auf der Taste. Ich konnte den Kratzer nicht heben. Das wird man zwei Stifte aneinander drückt, da denkt man auch, die ziehen sich magisch an. Jetzt! Ich glaube, wenn das gleich rappelt, machst du einfach gar nichts. Ich sehe das doch. Du bist einfach kalt. Diesen Fische will ich nicht haben. Der ist meiner nicht würdig. Zu mickrig für die Obrigkeit. Komm schon. Do it. Ich glaube, da passiert nicht mehr viel. Sollen wir aufhören? Nein. Unsere Sendezeit. Denk einfach an unsere Sendezeit. Ach, wir haben noch 5 Minuten. Nein. Geht doch. Dann halt nicht. Ich meine ja nur. Soll ich schon mal angeln? Nein. Du gehst jetzt raus. Nein! Davon mache ich einen 10-Stunden-Remix. Yay! Nein! Doch! Ja, aus deinem Doch, mach ich auch rein. Ich fände es ja mega geil. Man könnte bestimmt so viele Sachen aus unseren Folgen benutzen. Man könnte einfach dich benutzen. Oh ja! Und dann werde ich endlich ein Star. Warte mal. Ich benutze dich auch jetzt. Bin ich Fame! Warte. Können wir das rausschneiden? Nein, wir können nichts rausschneiden. Ich lasse die Datei immer so, wie sie ist, damit einfach die Wahrheit über uns ans Licht kommt. Egal welche Wahrheit. Diese Wahrheit kommt ans Licht. Ich wollte nochmal eben oben den letzten Baum da noch abklamüsern, den es noch, der noch oben steht. Nein, ich will nicht den Baum abklamüsern. Ich will nochmal zu dem. Ich will nach Gott. Ich will ihn jetzt endlich mal fragen, was das jetzt kostet mit der Scheune. Achso. Ja, weil nicht so. Aber der macht wieder eine Pause. Ich hab grad Pause und überhaupt. Deine Stimme, pass auf deine Stimme auf. Pass auf deine Stimme auf. Er macht grad Pause. Hallo, wie geht's? Deine Stimme. Ja, ich weiß, meine Stimme ist grad. Scheine erweitern. Oh. Ja, die Scheine erweitern. Für die Erweiterung der Scheune benötigst du 6800 und 500 Stücke Holz. Willst du es? 3 gelbe Bananen. Nein, will ich nicht. Ich hab kein Holz, aber. Ganz sicher? Nein. Nein. 380 Holzschalter haben wir. Das heißt, in 2-3 Tagen können wir ja auch die Steine dann erweitern. Dann ist wahrscheinlich wieder Sonntag und dann machst du wieder den ganzen Tag Pause. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Verdammt, pass doch auf, du solltest nicht mehr reden. Okay, jetzt geht's wieder. Entschuldigung. Geh das Holz. Verzeihung. Hacken. Darf ich das Holz hacken? Ja, du darfst es gleich hacken. Gerne. Klar. Du kannst auch hinlaufen, wenn du möchtest. Bitte schön. Ich überreiche dir feierlich mein Joystick. For very feel joy. Jetzt tu nicht so angestrengt. Der ist rechts rein. Rechts, ja. Ja. Und dann ist er da gleich, der Baumstamm. Werkzeug hast du schon in der Hand, das Richtige?
Du musst einfach nur gedrückt halten. Welche? Die blaue Taste. Mister, du erschöpft den Charakter. Nein! Jetzt ist es vorbei. Wo willst du denn jetzt hin? Zurück. Wohin denn zurück? Wohin willst du denn laufen? Wohin willst du denn? Des Nachts. Nach Hause? Nein. Sondern ins Gasthaus. Glaubst du, dass wir da hingehen? Ja. Dann gehen wir da hin. Ja, wenn du den Controller hast, musst du auch wissen, wo wir hingehen. Ins Gasthaus, wir gehen ins Gasthaus. Wo lang willst du denn ins Gasthaus gehen? Da. Ja, mir ist egal, wo lang. Musst du nur wissen. Ich weiß aber nicht, wo das Gasthaus ist. Ja, aber das ist doch das Erste, oder nicht? Nee, das Erste, was jetzt kommt, ist die Schmiede. Wir sind ganz alle sind gespannt, was die Mio jetzt hier veranstaltet. Ja, geh ruhig den Umweg, dauert ja keine 10 Minuten, wenn man hier mal einen Schritt zu viel macht. Immer gerade. Also ich bitte dich. So, jetzt gehen wir den langen Weg zum Gasthaus. Jawohl, hier ist es egal, welchen Weg gewesen. Nee, ist okay. Folge einfach dem Weg und jetzt die nächste rechts rein. Also spielertechnisch. Also erstmal den Weg folgen und dann geht's gleich rechts rein, ne? Vom Spieler aus rechts. Ja. Gut. Ich habe genau verstanden, was du meinst. Ich bin das Navi hier heute, das Harvest Moon Navi. Ja, ja, genau, in 100 Metern. Und dann wieder rechts, sie haben ihr Ziel erreicht. Uhu. Ist aber noch nicht offen, müssen wir bis 8 warten. Oh, was machen wir so lange? Angeln. Angeln, gell? Angeln, gell? Mhm. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. Kannst du mal auf die Tafel lesen da? Mal gucken, vielleicht steht was für den Hundefesten oder so drauf. Ja. Hinweis für das Hunderennen, wann, Winter, 10, ab 10 Uhr, wo, Rosenplatz. Wie schnell sind eure Hunde, der Bürgermeister? Mein Hund ist ganz langsam. Denn der heißt Bobby. Und Bobby ist fett. Wie, Bobby Carson ist auch schnell, auf jeden Fall bergunter. Ja. Du kannst aber mit Karin reden, vielleicht sagt sie jetzt was Neues. Okay, halt nicht. Okay. Die sagt nichts Neues. Rede mit mir. Also läuft der Transport eurer Erzeugnisse gut. Weiter so. Jetzt kannst du auch ins Gasthaus gehen. Meine Fresse. Also eine Stunde gebraucht, um den Dorfplatz zu laufen? Ja, super. Ich sollte das Schild lesen wegen dir. Da bleibt doch die Zeit stehen. Beim Schild lesen. Aber daran kannst du nicht liegen. Also, doch, es lag eindeutig daran. Hör auf zu popeln. Nein. Australien. Das ist mein... Popler. Gar nicht. Na, ich bin jetzt wieder dran. Nein. Den Controller. Gib mir die Kontrolle. Gib mir die Kontrolle, lieber Charakter. Los. Gib mir die Kontrolle her. Dankeschön. Ich habe eingeparkt. Guck mal, wunderschön. Eingeparkt, lieben Tag. Weißt du, mein Vater schimpft immer mit mir, weil ich mich nicht wie ein Mädchen benehme. Aber wenn er sie so erzogen hat, warum sollte er darüber schimpfen? Das kapiere ich auch nicht. Nein, das bist du. Nein, du bist schon mit der Arbeit fertig. Was gibt Schöneres als ein Gläschen nach einem langen, harten Arbeitstag? Er sitzt nur am Feuer, weißt du, den ganzen Tag? Langer, harter Arbeitstag. Junge, du hast noch nie was Hartes, Langes gesehen, ey. Meine Güte. Also, ich bitte dich, jetzt reicht's aber. Was denn? Was denn? Okay. Ich packe ihn aus. Was? Aua. Die gute. Aha. Der Populist. Populist und ich, wir sind die krasse Gang. Und wenn du willst, dann kannst du mit uns... aufnehmen. Bang. Nein. Puh, fast geschafft. Es ist nichts geschehen, nein. Ich konnte wenigstens reimen. Ja. Nachts treiben die streunende Hunde um. Quatsch, wir sind besser als streunende Hunde, oder nicht? Ihr seid die streunenden Hunde. Stimmt. So ist eigentlich auch das ist unser Gangname. Die streunenden Hunde. Oh mein Gott, ich habe einen Gangbang-Namen gefunden für euch. Geil. El Chaco. Oh yeah, der Populist hat mich heute nicht versetzt. Deswegen werden wir heute diese Stadt in Schrecken versetzen. Oh, der Ostra ist so schlecht, so schlecht. Ich kann das nicht an the fluff. Ich muss erstmal. Ich warte auf den Populisten. Wir lassen unsere Bärte blitzen. Popos spritzen. Und wir werden nicht ruhen, bis jeder im Dorf sicher ist. Die streunenden Hunde. Nein! Du bist ausgeschaltet. Du wolltest mich doch noch auf einen Kaffee einladen! Wieso? Nein! Wieso? Das Problem ist einfach, solange du keine Lines bringen kannst, will der Populist mal überhaupt nichts von dir. Okay, das stimmt. aber ich kann das, wenn ich in Ruhe und Zeit habe. Nein, kann er das nicht, das übernehme ich auch immer für ihn. Hä? Was? Wir gehen jetzt ins Bett, ich höre mir deine. Denn du lapperst mich fett. Echt? Du laberst mich hier voll. Also gehen wir jetzt ins Bett
und beenden diese Folge. Und zwar jetzt mal ganz nett. Also fang mal an. Was sagst du den Leuten da, damit die uns auch weiter auf die Nerven gehen können? Los! Was? Das hat schon wieder nicht gepasst. Du bist so schlecht. So schlecht. Also wenn euch diese Folge trotz Ustra dabei gefallen hat, dann liked sie doch. Wenn ihr die Folgen sofort sehen wollt, abonniert uns sogar. Ja. Und ihr könnt uns nicht nur auf YouTube kommentieren, sondern auch auf Twitter. Genau, da ist nicht nur der Ustra, da ist natürlich auch die Miu. Und sonst, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.